Ja, und ganz anders als die meisten, die wahrscheinlich jetzt zuschauen und zuhören, auf diesem Gebiet ihre Urteile fällen, ist die Philosophie von meiner ersten Gesprächspartnerin. Das nämlich Geburt und Kindererziehung anbelangt. Drei von ihren vier Kindern hat sie bewusst, Mutterseele allein, ohne Hebamme, ohne Arzt und auch ohne ihren Mann, auf die Welt gebracht. Von Windeln halten sie überhaupt nichts. Und sie ist auch der Auffassung, dass man so lange die Brust geben kann, wie der Nachwuchs Lust danach hat. Und da, glaube ich, ist einiges Interessantes zu erfahren. Darum herzlich willkommen, Nadine Wenger. Frau Wenger, guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ich habe es vorhin gesagt, drei von euren vier Kindern hat er bewusst Mutterseele allein auf die Welt gebracht. Das müssten wir jetzt ein bisschen genauer erklären. Ich muss sagen, die erste Geburt habe ich im Geburtshaus erlebt. An und für sich schön, aber verbunden mit unglaublichen Schmerzen. Und ich habe mir einfach gesagt, die nächsten werden anders. Es muss einen Weg geben, dass man in Ruhe, in Liebe, in Harmonie und ganz einfach gebären kann. Und das habe ich wirklich gefunden mit meinen Alleingeburten. Das heisst, ihr seid wirklich allein im Stübli gehockt? Oder was für eine Umgebung habt ihr euch geschaffen? Ja, also die ersten zwei Geburten waren im Badzimmer, in einem grossen Geburtspool mit Kerzenlicht, mit Duft und Kristall und allem. Und die vierte Geburt war dann im Schlafzimmer, auch wieder mit dem Pool und einfach unschön. Und euer Mann? Und mein Mann, ja, der war das Nachtessen mit den Kindern. Hat nicht dürfen zuschauen? Er hat einfach gewusst, dass ich mich ganz allein wunderbar entspannen kann, wunderbar loslassen kann, dem natürlichen Prozess, und dass das einfach funktioniert. Also ich bin ja nicht Geburtsspezialist, aber ich weiss, Geburten haben mit Schmerzen zu tun. Wie kann man denn das überwinden und die Angst auch überwinden, dass irgendetwas schief geht? Man muss sich mental sehr stark vorbereiten. Das heisst, ich kann mich wirklich mit verschiedensten Techniken auf das Ereignis intensiv vorbereiten. Dass ich die Ruhe habe und dass ich die Stärke habe, dass ich das Vertrauen habe in mich, in den natürlichen Geburtsprozess. Und das hat funktioniert. Alle Gynäkologen machen jetzt den Handstand und sagen, ja, aber das hat viele Risiken. Nehmt ihr denn Risiken für die Mutter wie für das Kind in Kauf, dass so etwas passieren kann? Also, Risiken, gut. Man hat kein Grundpatent auf Leben. Also, es kann überall etwas passieren. Ich denke nur, der sicherste Weg für eine Geburt ist eigentlich dort, wo am wenigsten interveniert wird. Das heisst, dort, wo am wenigsten eingegriffen wird. Und das ist ganz klar jetzt auch der Fall bei einer Hausgeburt. Also, ich sage immer anderen, nehmt euch eine super Hebamme, bleibt daheim. Für mich selber ist es wirklich der Weg, ganz allein, wenn ich dann. Kommt das denn auch bei der Erstgeburt in Frage? Also beim zweiten Mal weiss man etwas besser, wie es jemandem geht. Für mich persönlich hat es eine erste Geburtserfahrung gebraucht, dass ich die Stärke gehabt für die weiteren Geburten. Ich denke, es sind sehr wenige Frauen bereit für so eine Alleingeburt, vor allem auch beim ersten. Wenn es das erste Mal ist. Und ihre Männer noch viel weniger wahrscheinlich. Noch viel weniger, ja. Mhm. Der hat eine Lotusgeburt gemacht. Ich bin also eingetaucht in die Geburtslehre. Mit Ausdrücken kann ich überhaupt nicht kennen. Was heisst das? Ist das irgendeine extreme Stellung? Oder ja, genau. Wie muss ich mir das vorstellen? Nein, es ist nichts Neues eigentlich. Es ist eine sehr alte Geburtsform. Das heisst ganz einfach, man tut die Nabelschnur nicht durchtrennen. Man macht kein Trennensritual nach der Geburt, sondern das Baby kommt einfach direkt zu der Mutter an die Brust. Man lässt es verbunden und man wartet eigentlich, bis die Plazenta rauskommt und bis die Nabelschnur ausgetrocknet ist. Das geht 2, 3 Tage, 4 Tage vielleicht, je nachdem. Ja, es ist vielleicht eigenartig für die einen. In anderen Kulturen wird das auch so praktiziert. Es ist einfach ein harmonischerer Übergang. Es ist die Möglichkeit für das Kind, dass es einfach mehr größere Chance hat, den Körper zu adaptieren auf die neue Situation. Es muss schnaufen. Ganz praktisch gefragt. Also, was macht man denn mit dieser Plazenta? Die schläft das Kind hinten nach. Genau. Oder ja. Nein. Nein. Natürlich nicht. Nein, es ist wirklich, die ersten Tage ist eigentlich Sinn und Zweck, dass das Baby bei der Mutter ist. Das heisst, ich rede immer von mir, ich bin im Bett gewesen, ich habe mein Baby genossen und die Plazenta war einfach noch dran gewesen, in einer sogenannten Plazentatasche. Mhm. Und ja, also was abgeht. Ja, genau.
Und wenn geht dir das ab? Eben, ist unterschiedlich. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, meistens so etwa nach 3-4 Tagen. Jetzt ist man daheim. Was macht man mit dem, was übrig bleibt? Was man will. Wir haben es vergraben, beziehungsweise wir haben einen Baum gepflanzt und das zurückgegeben an Mutter Erde als Dank. Das klingt jetzt für mich extrem esoterisch, muss ja, es vielleicht. Aber nicht sein. Nein, muss es überhaupt nicht sein. Es ist ein Ritual. Es ist ein Ritual, ja. Ihr habt gesagt, ihr braucht keine Windeln. Ja, genau. Also, jetzt geht bei mir gerade der Film ab. Was passiert mit dem Gaggi? Woher gaggelt das Kind? Ja, ja, man muss wissen, man muss wirklich wissen, Babys haben die Fähigkeit von Geburt an, die Ausscheidung wahrzunehmen. Das heisst, Baby brüllt nicht nur, wenn sie Hunger haben, sondern Baby brüllt auch, wenn sie müssen. Und das muss zuerst einmal Klick machen im Kopf. Und wenn man das weiss, es gibt spezielle Töpfchen für Neugeborene, die kann man bequem auf den Schoss nehmen, das Baby an die Brust, man kann stillen, es kommt oben rein, es geht unten raus. Also das heisst, wenn das Baby rennt, Topf her? Genau, Brust her, Topf her und dann ist es zufrieden. Es geht immer um die Zufriedenheit des Babys. Nicht, dass es jetzt keine Windel hat oder dass es ökologisch ist. Oder es hat so viele super Nebeneffekte. Es geht darum, das Bedürfnis des Kindes wahrzunehmen und dass es zufrieden ist. Wie geht ihr denn einkaufen mit dem Topf in der Hand, wenn ihr das Baby bei euch habt? Der Topf ist in der Wickeltasche versorgt. Und es hat einfach Hosen an. Ganz einfach. Und wenn mal etwas daneben geht, kann man die Hose waschen. Also, okay, also es muss einfach Blut sein, schnell. Das ja, es ist... muss schnell ab. Also kein Strampler, kein Bodies, wie man immer so postet und 100'000 Geschenke bekommt, sondern einfach Zweiteiler. Also all die Göttis, die jetzt denken, der Strampelanzug im Fall, wenn man keine Windeln will, genau. Ist nicht so ideal. Nein, ist nicht ideal. Und das funktioniert? Das funktioniert sehr gut, ja. Ich habe es jetzt mit 4 Kindern gemacht und es ist genial. Und nicht alles... verschissen? Nein, und beziehungsweise, wenn mal etwas daneben geht, man muss auch ein bisschen relaxed sein mit dem Thema. Also ich denke, es ist nicht dramatisch, wenn etwas in die Hose geht oder so. Sondern es ist wirklich, der Fokus ist auf der Zufriedenheit des Babys, dass man dem Bedürfnis auch Raum gibt. Also das heisst, man muss auch ein bisschen die Sprache von ja, Anfang absolut. An vom Kind absolut. Lernen kennen. Es geht um Kommunikation mit dem Kind, das heisst, man dreht es auch. Man dreht es immer eigentlich um auch. Weil das auch genau so ein Grundbedürfnis ist vom Baby. Ihr habt jetzt die Windelfrage mir beantwortet, aber ihr sagt auch, dass man einem Kind so lange die Brust geben soll, wie es Lust hat. Wie lange war das bei eurem Kind? Oder also, bei dem ja, ich muss jetzt sagen, ich stille jetzt dann fast ununterbrochen seit jetzt März 9 Jahre. 9 Jahre, neun am, Jahre Stück. Am Stück. Davon 2,5 Jahre 2 Kinder, das Baby und das Kleinkind. Geht das nicht auf den Wecker? Nein, wir nicht. Brust hat. Nein, also das sage ich jetzt als Mann, Entschuldigung. Ja, ja. Nein, es, ist, es hat auch mit Nähe zu tun, mit Geborgenheit, mit Liebe geben am Baby. Und nein, mir geht das nicht auf den Wecker, ich geniesse es eigentlich. Aber die jetzt habt ihr ja mehrere Kinder und ja, nur 2 Brüste. Ja, eben. Ich habe 2 Kinder gleichzeitig gestellt, das heisst, eins da und eins da. Das also geht wunderbar. Tandem. Tandem. Ja. Ja. Ist das nicht ein Krampf für die Mutter? Es ist natürlich schon eine Herausforderung, teils auch die Nacht, wenn das eine wach wird und das trinken und dann wird es andere Nacht und das trinken. Aber grundsätzlich sage ich, es gibt so eine Harmonie und es gibt so eine wunderbare Verbindung, Geschwisterbeziehung. Keine Eifersucht oder sehr wenig Eifersucht. Es ist einfach, sie haben immer von klein auf beide dürfen zum Mami. Beide haben das Gleiche, ja, die Geborgenheit dürfen spüren. Und das ist viel mehr wert als jetzt der Aufwand, quasi, zum Brust eben zu geben. Was sagt euer Mann dazu? Er sieht natürlich das Endresultat. Das heisst, wir haben ein sehr harmonisches Familiengefüge, das man einfach spürt. Auch unter den Kindern, klar, es gibt auch Streit etc. Aber es ist so ein Urvertrauen da, von den Kindern von Geburt her und so eine Harmonie. Und das ist das, was wir eigentlich anstreben, eben das Familienglück, das Babyglück. Wie hat also eure Kollegin und die Mutter reagiert, die ihr gesagt hat, ich möchte es so machen und ziehe das durch? Es war auch ein Prozess. Also das heisst, vor der ersten Alleingeburt habe ich natürlich nichts gesagt. Und, sie haben es aber toll gefunden und sie sind auch reich und haben vor allem immer das Resultat gesehen, dass die Kinder halt zufrieden sind. Und ich glaube, das ist das Wichtige.
Ist das ein Rezept, das ihr das Gefühl habt, das gilt für die Mehrheit? Also wenn man ein bisschen die Statistiken anschaut, 15% der Geburten sind Kaiserschnitt. Die meisten passieren in dem Wochenende, vielleicht auch, weil der Gynäkologe gerne frei möchte. Ist das ein Rezept, das vielleicht etwas verändern könnte? Oder seht ihr das anders? Es ist kein Rezept. Ich sage einfach, es ist mein Weg, es ist meine Art, Babys auf die Welt zu begleiten. Mhm. Aber was ich gesehen habe, ist, gerade bei Kaiserschnitt, also es ist nicht der Kaiserschnitt, der das Problem ist, sondern es sind all die Interventionen vorher, die so kaskadenmässig ablaufen. Das heisst, wenn man schon am Anfang fokussiert auf gute Geburtsvorbereitung und eine gewisse Stärke und Selbstvertrauen in den Frauen auch wieder stärken, ich glaube, dort sollte man den Fokus hersetzen und vielleicht auch eben sich mal darüber nachdenken, ja, vielleicht eine Hausgeburt in Betracht zu ziehen, anstatt jetzt ins Spital zu gehen. Und das vielleicht das zur Sicherheit und der Begleitung. Genau, mit einer guten Hebamme. Also wir haben einen Haufen Anregungen für das neue Jahr, für all die Kinder, die jetzt geboren werden. Wir haben auch noch mehr Informationen bei uns vom Internet. Jedenfalls muss jeder selber wissen, was für ihn stimmt. Absolut. Aber es gibt Alternativen. Es gibt viele Wege, ja. Herzlichen Dank, Frau Wenger. Weiterhin grosses Familienglück wünsche ich. Alles Gute. Ja. Beste Dinge.